Guten Morgen, ich bin Melli und nehme euch mit auf die Reise auf dem Olafsweg von Oslo bis nach Trondheim. Heute ist Tag 11 auf meiner Reise und ich bin sehr früh gestartet, schon vor 7 Uhr. Ich liebe es, so früh zu starten, aber schaffe es hier nicht immer. Liegt auch daran, dass es immer sehr hell ist draußen und ich dadurch öfters mal später erst einschlafe. Ich mag es halt einfach, so früh zu starten. Man kann die Ruhe genießen, alles erwacht erst in den Tag hinein und ist einfach schön. Es ist etwas frisch draußen, aber ist perfektes Wanderwetter. Eingekauft. Ich mache jetzt eine Pause, weil ich bin heute K.O. Es gibt Bananen, eine Tafel Schokolade, ich werde nicht die ganze essen, Joghurt und noch Brause. Koffein wird mir gleich mal gut tun. Zelt heute eingezogen. Ich bin hier lang gelaufen. Hier ist so ein schöner Fluss, wie man hört. War halt ein bisschen schade, weil ist alles privat hier, aber ich bin dann zurückgegangen, habe die Eigentümer gefragt, ob ich hier direkt hinterm Zaun mein Zelt aufschlagen könnte, und dann haben sie nur gesagt, da unten. Ich bin dann vorhin noch in den Fluss gesprungen, habe mich ein bisschen abgekühlt. Es war wirklich ein heißer Tag und ein langer Tag, fand ich. Heute Morgen war es ja schön frisch und war ein ganz toller Start, also auch ein ganz toller Tag. Allerdings ging es irgendwann auf Asphalt und dann in der Sonne, und es hat mir irgendwann echt zu schaffen gemacht. Ich bin auch sehr langsam gelaufen, habe jede Gelegenheit genutzt, um irgendwo Pause zu machen. Mit diesen Bildern bedanke ich mich fürs Einschalten und Zuschauen. Wenn du Fragen haben solltest, dann schreib sie mir gern unten in die Kommentare. Wir sehen uns, eure Melli.